Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk, radiofreie Themennacht, heute Nacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Paul ist der Erste heute Nacht. Hallo, Paul. Hallihallo. Ja, du bist 25. Jo. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Ventil im Kopf. Du hast ein Ventil im Kopf? Ja, du hattest um die Osterzeit schon mal so einen ähnlichen Fall, also die hatte auch so eine Drainage zum Herzen hin. Ah, ich verstehe. Aufgrund eines Überdrucks im Gehirn ist das wahrscheinlich implantiert worden, oder? Ja, genau. Jeder Mensch hat ja Wasser im Gehirn. Ja. Und bei mir ist es nicht mehr abgelaufen. Wie hast du das gemerkt? Ich hab's gar nicht gemerkt. Das ist durch einen Autounfall festgestellt worden. Weil ich der Einzige war, der... Verursacht worden durch einen Autounfall oder festgestellt worden? Festgestellt, weil ich war der Einzige, der von drei Personen bewusstlos war. Und dann kam ich ins Krankenhaus und dann hat man es festgestellt. Ach. Also du warst im Prinzip sonst unverletzt? Ja. Aber warst bewusstlos? Ja. Und dann haben die dich völlig untersucht, auf den Kopf gestellt? Genau. Und dabei kam heraus, dass das Gehirn Wasser nicht abfließen kann? Genau. Und dann, ja, mein Kopf ist relativ groß gewesen, auch schon als Kind. Aber damals hat man, ja, meine Mutter hat auch einen großen Kopf und dann hat man sich dabei nicht gedacht. Ja, aber und hast du gar keine Beschwerden gehabt? Irgendwie Kopfschmerzen, Kopfdruck, Übelkeit oder irgend sowas? Beim Autofahren ist mir immer schlecht geworden. Mhm. Aber da hätte es ja auch Reisekrankheit sein können. Aber hätte sein können, ja. So, dann haben die das festgestellt, das kann nicht abfließen oder vielleicht nicht richtig abfließen, so wie es sich gehört. Genau. Und dann gab es, was hat man dann gemacht? Eine Operation? Gehirnoperation? Eine Operation hat mir diese Drainage eingesetzt. In den Kopf? In den Kopf. Das heißt, die Schädeldecke musste aufgemacht werden? Ich habe eine kleine Narbe am Kopf, ja. Mhm, ja. Und da wurde ein Schlauch eingeführt, ja. Und der geht bis in den Bauchraum. Also man muss sich das so vorstellen, glaube ich, dass das wird innerlich, das fließt innerlich ab, ne? Innerlich. Der Schlauch kommt nicht aus dem Kopf raus und... Nein. Ne, natürlich nicht. Unter der Haut. Das ist ein ganz kleiner Schlauch, der geht von, also ein Stückchen über dem Ohr, ja. Hinterm Ohr lang, über Schlüsselbein, an der Seite unterm Arm lang, ja. Bis halt zum Blinddarm. Kannst du das fühlen? Am Hals, dass da so ein kleines... Am Hals. Dass da ein kleiner Schlauch ist. Ja, beim Schlüsselbein, da sieht man das, wenn man den Kopf so ein bisschen dreht. Ist es nicht irgendwie ein befremdliches Gefühl, wenn man da so einen Gegenstand in sich drin hat und den sogar fühlen kann? Für mich nicht. Also nee. Ich hab das schon seit 89 und... Ach, so lange schon? Ja. Mhm. Und da war ich halt ein Kleinkind, also ja, Schule, zweite, dritte Klasse. Ach so. Und muss man das irgendwann nochmal nachoperieren oder mal säubern oder ist das jetzt Zeit deines Lebens? Zeit meines Lebens. Da muss nicht nochmal. Damals noch immer zu so einer Probeuntersuchung hat man halt EKG und ja. Computertomographie und sowas gemacht, aber ansonsten geht's mir gut. Du spürst von diesem Schläuchlein nichts, wenn du dich bewegst Nein. oder so. Nein. Im Prinzip lebst du so wie Leute, die auch keinen Abfluss haben. Genau. Mhm. Und das tröpfelt dann in den Magen rein, oder wie? Nein, das ist da unten beim Blinddarm. Ja? Da unten soll noch ein kleiner Kasten drin sein, der das irgendwie regelt. Ich weiß nicht, wo es hinführt. So. Ob das da in der zur Blase mit abgeleitet wird, oder ich weiß es nicht. Und ist das viel, was da abgeleitet werden muss aus dem Gehirn? Also wenn man hier so ein Stethoskop, dieses Abhörgerät beim Arzt, wenn man das ranhält an den Schlauch am Hals, ja? Dann hört man schon Rauschen die ganze Zeit. Das heißt, wir, die wir gesund sind, bei uns fließt, ja, wo fließt es denn bei uns hin oder ab oder wie geht das? Ich weiß nicht, wie das im Gehirn zirkuliert, ob das denn einfach so irgendwo hin abfließt, mhm. ins Blut oder Also, ein Mann mit einem Ventil im Kopf, aber dem geht's verdammt gut, dem Mann. Ja, ne? Also das Kind durfte halt keinen Sport mitmachen. Ja, klar. Ja, genau, wollte ich gerade fragen. Auch jetzt musst du irgendwie vorsichtig sein, dass du dich nicht überanstrengst, dass das Ventil irgendwie kaputt gehen könnte bei irgendwelchen Sachen, die du machen würdest? Nee, also damals wusste man halt nicht, wie es funktioniert, mhm. ob es überhaupt klappt oder mhm. ob das gut wird, je nachdem, weil mhm. war ja auch noch relativ früh. Ja. Das war ja noch zu Ostzeiten. Ja.
da hat man halt gesagt, kein Leistungssport, darf ich nicht machen. Aber jetzt darfst du alles machen. Und 97 war ich bei einer letzten Untersuchung. Ja. Und da hat er gesagt, ja, wenn wir so gewusst hätten, dass es so gut wird, dann hätte ich alles mitmachen können. Ach so. Und ich soll mich halt bloß nochmal melden, wenn irgendwas sein sollte. Also perfekt, dir geht's gut, das Ding funktioniert und wahrscheinlich, wenn alles toll, wenn alles gut weiterläuft, wirst du damit 100 Jahre alt. Ja, mindestens. Mindestens, sag ich, was rede ich, 100, 110 natürlich. Ja, genau. So, lieber Paul, danke für den Anruf, alles Gute weiterhin, bleib gesund. Ja, du auch, dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, über Ventile im Kopf oder über was auch immer, dann meldet euch bei mir. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de und Hinweis schon mal auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag wieder hier bei uns und am Samstag ist bei mir zu Gast der Schauspieler Mathieu Carrière um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. 23:30 WDR-Fernsehen. Stargast Mathieu Carrière. Und wenn ihr euch gerne mit dem Mathieu Carrière unterhalten wollt, wenn ihr euch mit ihm auseinandersetzen wollt, weil er gerade im Knast wegen seiner engagierten Sache in Sachen Vaterrechte, dann könnt ihr euch heute schon oder ab heute per Mail bei uns anmelden, domian@wdr.de mit Telefonnummer und wir rufen euch dann gegebenenfalls zurück. Weiter geht es mit Rosi und Rosi ist 39 Jahre alt. Ich bin 39. Ja, hallo Rosi. Also mein Thema ist, meine Freundin hat sich vom Montag auf Dienstag erschossen, während wir telefoniert haben. Deine Freundin? Ja. Hat sich erschossen, während ihr telefoniert habt? Ja. Diese Woche? Gestern auf Montag auf Dienstag. Und du hast das gehört? Ja, sie hat ja mit mir telefoniert und ich habe ihr gesagt, sie soll also Dienstagmorgen zu mir kommen und ich wollte sie nicht, weil sie hatte auch Probleme gehabt, und also mit ihrem Freund hat Schluss gemacht. Mhm. Und das Schlimmste ist, sie hat einen 2-jährigen Sohn hinterlassen. Erklär mir mal diese wahnsinnige Situation. Du unterhältst dich mit deiner Freundin am Telefon. Ja. Hat sie gesagt, ich erschieße mich jetzt? Ja. Sie hat es gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich habe hier eine Pistole in der Hand. Ich erschieße mich jetzt. Von der Pistole hat sie nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, also dass sie sich jetzt umbringt und... Jetzt hat sie gesagt, jetzt in diesem Moment? Ja. Und was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, sie soll den Blödsinn sein lassen. Sie soll am Dienstag zu mir kommen. Mhm. Und in dem Moment hat sie nicht mehr zugehört und hat nur noch einen Knall gehört. Unfassbar. Unfassbar. Ja, wusstest du denn, dass sie im Besitz einer Waffe war? Nein, nein. Ich wusste zwar, dass Herr Freund eine Waffe hat, weil er bei der Bundeswehr ist. Ah ja, und das war auch die Waffe dann? Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich die Mutter angerufen, die wohnt also zwei Häuser weiter und die hatte auch einen Schlüssel. Weißt du, ich versetze mich gerade nochmal in deine Situation. Ich telefoniere mit einem Freund, mit einer Freundin und merke, dass es dem nicht gut, ihr nicht gut geht. Und dann höre ich einen Schuss. Da ist man doch wahrscheinlich selbst erstmal gelähmt vor Schock und Entsetzen. War ich auch. Also du hast dann aber dann doch die Mutter von ihr angerufen? Ja, musste ich, ja. Mhm. Wohnt ihr weit auseinander? Zwei Häuser weiter. Also die Mutter. Und ich wohne ein Stückchen weiter weg. Und die Freundin, wo wohnt die? Wie weit entfernt? Von mir aus sind das ungefähr 7 Kilometer. Ja, wie ist dann alles weitergelaufen? Du hast die Mutter angerufen und dann? Ja, dann ist, Mutter wollte halt nicht glauben, sie ist dann direkt zu ihrer Tochter hin in eine Wohnung und hat sie dann also im Schlafzimmer gefunden. Bist du mitgefahren? Nein. Warum nicht? Weil ich musste das erstmal verarbeiten, ich hatte also auch einen Schock, ne? Ja, aber du wusstest ja noch gar nicht, was da los war. Ist man da nicht irgendwie so, auch als Freundin, dann so engagiert und neugierig, dass man sagt, ich fahre jetzt mit dir und gucken, was da los ist und vielleicht braucht ihr meine Hilfe? Ja, schon, aber ich konnte in dem Moment. Mhm. Ja, und dann hat die Mutter mich also, erst hat die Polizei angerufen und dann hat sie mich also zurückgerufen. Und da hat sich das also auch bestätigt, dass sie erschossen hat. Und da war der Schock wahrscheinlich bei dir noch größer. Ja. Als, vielleicht hast du am Anfang noch gedacht, das ist irgendwas anders. Ne, man denkt ja dann... Ich habe auch gedacht. Auf jeden Fall. Du hast diesen Schuss gehört am Telefon. Und was hast du dann weitergehört? Fiel der Telefonhörer irgendwie auf den Boden? Und oder wie war das? Nee, sie lag also auf dem Becken. Und der Telefonhörer?
Der hatte, glaube ich, der hat einen drahtlosen Telefon gehabt, also da lag neben dem Bett. Ja, ich meine, in der Sekunde, während ihr, als du den Schuss gehört hast, was hast du danach gehört? Gar nichts. Gar nichts. Ein Hinfall, dass sie hingefallen ist oder so, hast du nicht gehört? Nee. Mhm. Gar nichts habe ich gehört. Wie eng wart ihr befreundet? Oh, wir haben uns 10 Jahre gekannt. Mhm. 10 Jahre ist eine lange Zeit, also schon sehr enge Freundinnen. Oder nicht so ganz, nicht so, doch, schon eng. Ja, und die Polizei hatte mich ja auch noch angerufen und gefragt, dann war ich ja dann im Präsidium und hab stehen, also nichts sagen können, wieso, weshalb, ne? Mhm. Also ich hab nur dann mit, also gesagt, also dass er wegen ihrem Ex-Freund war. Das was? Wegen ihrem Freund. Mhm. Was genau war denn da? Also dass er Schluss gemacht hat, dass er also eine Jüngere hat, ne? Und das hat sie nicht verkraftet? Nee, weil das Kind von ihm ist. Wie alt ist die Freundin geworden? 28. 28. Und das Kind ist 2 Jahre, sagst du? Ja. Und das Kind war auch in der Wohnung? Ja, war im Zimmer. Im Nebenzimmer? Hm? Was denkst du darüber, dass deine Freundin das gemacht hat? Ich kann es nicht begreifen. Ich bin jetzt, wenn du mich jetzt sehen würdest, ich bin richtig am Zittern. Mhm. Weißt du, ich bin im Moment hin und her gerissen zwischen tiefer Erschütterung, dass jemand so etwas tut. Aber auf der anderen Seite, auch lass mich das noch sagen, auf der anderen Seite auch empfinde ich so ein unendliches Unverständnis, dass man wegen einer gescheiterten Liebe sein Kind alleine lässt. Ja, das begreifen wir auch nicht, weder die Mutter noch ich. Also wenn das Kind nicht da wäre, kann ja sein, dass man vielleicht aufgrund einer Liebesverzweiflung so etwas tut. Mhm. Es ist immer falsch, das zu tun, aber was heißt immer falsch? Ich will darüber nicht urteilen. Aber wenn ein Kind da ist, hat das ja noch eine ganz andere Ebene in der Verantwortung. Deswegen begreife ich auch nicht, dass er das gemacht hat. Du kanntest sie ja nun 10 Jahre, sagst du. War sie so ein impulsiver Mensch, der schon so sehr emotional reagiert hat, in kleineren Sachen auch? Nee, eigentlich nicht. Sie war immer lebenslustig und hat jeden Blödsinn mitgemacht. Mhm. Aber das hat sie jetzt komplett umgehauen, diese ganze Sache. Ich meine, ich habe das jetzt also in der letzten Zeit also mitgekriegt, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja. Er sagte mir das auch, dass sie also am liebsten sterben will und dann konnte sie das noch ausreden. Hatte sie dir das schon vor diesem Telefonat gesagt, dass sie am liebsten sterben würde wollen? Mhm. Aber das habe ich auch der Mutter gesagt. Aber da hast du dann gegengehalten und hast versucht, ihr Mut zu sprechen? Habe ich. Mhm. Wie lange war sie jetzt von dem Typ getrennt? Eine Woche. Ach, erst. Erst. Mhm. Weiß der das? Ja, der weiß der das schon? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube schon, also die Polizei da war bei ihm. Hat sie was hinterlassen, weißt du das? Keine Ahnung, ob sie einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Weil ich war also wirklich die Letzte, mit der sie gesprochen hat. Ne? Machst du dir in irgendeiner Form Vorwürfe? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ganz, ganz rational mal gedacht, ist das berechtigt? Du hast ja versucht, sie davon abzubringen, als sie das angesprochen hat. Ich glaube schon berechtigt, dass ich mir Vorwürfe mache, weil ich hätte jeden Tag mit ihr reden sollen. Ich hätte da schlafen sollen. Hätte ich das gebucht. Also das, ich war ja noch an dem Montagmorgen bei ihr. Hast du denn das überhaupt begriffen und hat sie das gezeigt, dass sie so am Ende war? An dem Morgen eigentlich noch nicht. Das ist ja auch sehr schwer. Natürlich ist man am Ende, wenn man Liebeskummer hat. Ne? Das ist ja sehr schwer als Freund dann auch das einzuordnen. Ist der jetzt so am Ende, dass er so etwas Schlimmes machen würde? Oder ist es auch einfach normal, dass man super traurig ist, wenn man so in so einem Liebeskummer steckt? Insofern finde ich das schwer, darüber was zu sagen, was du dir selbst vorwirfst. Natürlich hätte man im Nachhinein immer noch viel mehr machen können, aber... Du hast ja auch nicht ansatzweise daran geglaubt oder gedacht, dass die so etwas tun würde, oder? Sagen wir mal so, ich habe es irgendwie gefühlt. Mhm. Woher kam das Gefühl?
Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich so was, wenn ich jemanden gut kenne, also irgendwie so eine Gedankenantenne, wenn man so schön sagt. Hast du es schon seit ein paar Tagen gefühlt oder erst jetzt seit dem Montag vielleicht? Ja, sagen wir mal so, ich habe das schon seit Samstag so ein Gespür gehabt, ne, dass sie irgendwas macht. Deswegen hatte ich auch irgendwie mein Handy angelassen, sonst mache ich das nachts aus. Ja. Wie war denn Ihr Verhältnis zu dem Kind? Das war sehr gut. Das war sehr gut. Sie hat das Kind abgöttisch geliebt. Also, abgöttisch geliebt. Ja, auf eine Art irgendwie. Umso unverständlicher alles, ne? Mhm. War sie denn so, weiß man das, war sie sofort tot? Also der Arzt meinte, also dass dieser Pathologe, wo sie dann hingekommen ist, meinte so, ja. Hat sie sich ins Gesicht, in den Kopf? Nein, sie hat sich im Kopf geschossen. In den Kopf geschossen? Die war sofort tot. Mhm. Gott, wie furchtbar für dich auch, dass du das auch gehört hast. Da kann man gar nichts machen. Da sitzt man irgendwie Kilometer entfernt am Telefon und kann nichts tun. Mhm. Ja, ich wollte ja gestern schon mit dir darüber reden, aber irgendwie bin ich eingeschlafen. Mhm. Gott sei Dank, wenn du das kannst, sei froh, dass du es kannst. Ja, ich habe auch nicht viel geschlafen. 3 Uhr war ich wieder wach. Da habe ich also so auf dem Handy gemerkt, also so Anrufe da waren. Weißt du, Rosi, ich finde, das ist so ein heftiger Vorfall, den du da jetzt mitgemacht hast. Das ist so ein Trauma, glaube ich, für dich. Oh ja, das muss ich erst mal vorarbeiten. So, und das auch noch kombiniert mit den Schuldvorwürfen. Ich möchte dir auf jeden Fall jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, dass er dir noch ein paar Tipps gibt, wie du jetzt auch in der aktuellen Situation mit dir etwas gut umgehen kannst, um dir selbst zu helfen. Mhm. Ich glaube, ich will jetzt nicht plump hier die Sache schönreden, aber ich glaube wirklich, so wie du das mir jetzt geschildert hast, dass es keinen wirklichen fundierten Grund gibt, dass du dir Vorwürfe machen musst. Ich sage das hier auch den Leuten, wenn sie Schuld tragen, das sage ich schon auch, aber in dem Fall glaube ich das nicht. Obwohl es natürlich völlig natürlich ist, dass du im Nachhinein dir das vorstellst und denkst, hätte ich mal das gemacht. Eben, dann hättest du vielleicht davon abgehalten, hättest du die Nacht danach geschlafen. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Weißt du, wenn jemand so einen Entschluss gefasst hat, macht er das auch. Du kannst ja nicht Tag und Nacht bei der Frau bleiben. Ja, ist klar. Irgendwann wär's weggegangen, hätte sie das dann gemacht. Ja, dann wird die Mutter aber da geblieben. Ja, aber sie ist das war ja doch eine erwachsene Frau. Es war eine Mutter von einem 2-jährigen Kind. Die kann man. Es ist so müßig, ist das, darüber zu spekulieren. Was wäre, wenn? Das Schönste ist, ich habe die Wohnung vorher, also wo sie draußen war, einkaufen, noch durchsucht und ich habe die Waffe nicht gefunden. Wieso hast du denn da eine Waffe gesucht? Weil du das eine Ahnung hast, dass sie irgendwas vorhat? Das ist eine Ahnung. Ich wusste, dass da irgendwo eine Waffe ist. Und dann hatte er so mit Blitzheil gesagt, wo er die Waffe versteckt hat. Aber sie hat vorher nie irgendeine Andeutung gemacht, ich werde mich erschießen. Nein, sie hat nur gesagt, sie will sie umbringen. Und da hast du schon Angst gehabt und hast gedacht, du hast sie aber nicht gefunden, die Waffe. Nein. Und er hatte die im Badezimmer, also wo die Badewanne ist, da sind sie Kacheln, die kannst du los. Ja, ja. Ja, und darin nur war die versteckt. So, Rosi, jetzt machen wir Folgendes. Du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt sofort an und versuchen dir im Rahmen dessen, was wir können, zu helfen, ja? Alles gut. Dann legst du bitte auf und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Danke dir, Domann. Und weiter so mit deiner Sendung. Ich danke dir auch sehr herzlich. Alles Gute, tschüss. So, hier ist Max. Und Max ist 47 Jahre alt. Hallo Max. Hallo, grüß dich, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Das ist natürlich jetzt ganz hart, mit meinem Thema zu kommen, nach dem, was wir gerade gehört haben. Fang mal an. Aber mein Thema ist eigentlich was Psychohistorisches, sage ich jetzt mal, was bei mir im Kopf ist. Und ich bin seit 7 Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir sind sehr lustvolle Swinger und frönen den Lastern der fleischlichen Lust, sage ich mal. Lustvolle Swinger, hast du gesagt? Ja, sage ich mal so. Und also er geht gerne in den Swingerclub? Ja, ich sag mal so in die besseren und edleren Swingerclubs. Wir gehen also auch so viele Privatpartys mal oder diese Ice White Chat Events, die es in Schlössern in Frankreich gibt und so weiter. Oh, wie schick. Und jetzt ist es so, dass ich, sag mal, jetzt, je mehr also Partys oder solche Doktorspielchen oder Gin oder Darkroom-Spielchen wir so treiben, umso mehr verkümmern eigentlich so die Fantasien.
und es verkümmert eigentlich auch die Seele. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, und was ich sagen muss, ist, je geiler und je doller es meine Freundin dann auch mal mit anderen Männern treibt, und desto mehr begehre ich sie eigentlich danach. Ja. Ich sag mal, es gibt so eine Art Liebespegel, der dann unheimlich steigt. Wenn das also mal ein paar Wochen dann nicht der Fall ist, dann fällt der Liebespegel auch nach unten. Und ich habe einfach mal gedacht, woher kommt das und wie kriege ich das aus unserer Beziehung raus, denn ich würde das irgendwie auch ändern wollen. Und da gibt's ja nun wahrscheinlich bei mir im Kopf eine Psychohistorie, die da dahinter steckt, dass ich so weit gekommen bin, dass mir das unheimlich Spaß macht, dass ich da dabei zuschaue und dann auch noch danach sie, wie gesagt, Stichwort Liebespegel nach oben schießt, ja. Und die, lass mich unterbrechen. Ihr seid 7 Jahre zusammen, sagst du? Ja. Wie lange macht ihr solche Sachen schon? Seit 7 Jahren. Ach, seit 7 Jahren. Also seitdem ihr zusammen seid, macht ihr das? Ja. Und es ist immer extremer und intensiver geworden? Richtig, wir haben dann alles Mögliche ausprobiert, also so, ich meine jetzt nicht so extreme SM-Sachen, sondern das sind dann halt mehr so spielerische Dinge und vom Doktorspiel bis zum Darkroom im Grunde gibt es ja alles Mögliche auf diesen Partys, dieser privaten Partys auch. Also Darkroom erklären wir vielleicht, das sind dann ganz abgedunkelte Räume, wo ganz viele Menschen reingehen und die komplett anonym, ohne sich zu sehen, miteinander Sex haben. Ja, so ein bisschen Licht kommt ja da auch noch schon ein bisschen rein, aber man hat mal genau so eigentlich, ja. Das sind also Männlein und Weiblein. Meistens ist es dann auch so, dass da mehr Männer drin sind als Frauen. Ja. Habt ihr denn mittlerweile, habt ihr auch alleine noch guten Sex oder geht das? Das ist ja gerade, wenn das dann zu Ende ist, wenn ich das dann mal erlebt habe und wir kommen dann im Grunde danach in unser Hotelzimmer oder kommen dann nach Hause, dann bin ich so heiß auf sie wie nie zuvor. Also Stichwort Liebespegel, ja. Okay, das ist mir schon klar. Aber ich meine, wenn ihr dann irgendwann wieder zu Hause seid und eine Woche zu Hause wart, gibt es dann Sex zwischen euch beiden? Oder natürlich, klar. Das auch, das ist okay. Ja, ja. Das ist also total harmonisch. Ich muss sagen, ich bin eigentlich so ein typischer Fremdgänger gewesen früher und habe eigentlich, seit ich mit ihr zusammen bin, bin ich total treu, weil wir einfach alles Mögliche so machen, ja. Aber das kommt natürlich dazu, dass ich schon ein bisschen älter geworden bin und sie sieht unheimlich gut aus. Sie ist eine ganz, ganz toll gewachsene, tolle, schöne Frau. Wo liegt das Problem dann jetzt konkret? Das Problem liegt einfach darin, dass ich das gerne reduzieren wollte. Ich möchte einfach irgendwie wieder zurück zu einer ganz normalen Beziehung. Und die ist total heiß dann auch, dass da drauf ist, mit vielen anderen Männern zu treiben. Heißt denn ganz normale Beziehung für dich, überhaupt nicht mehr in Singerclub zu gehen, überhaupt nicht mehr auf Partys? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Dass man einfach so, ich sag mal, das Ganze zurückdreht, was da entstanden ist. Ja, warum? Sonst verbrennt die Seele. Ja, denke ich mal. Weil wenn du treibst, guck mal, es gibt ja einen, in den einzelnen Spielarten, die Leute rufen ja bei dir auch an, da hat ja jeder so sein Spiel. Der eine ist so, geht in den, ich sag mal, macht halt SM und der andere hat Doktorspiel und so weiter. Und je mehr du das machst, desto mehr geht einfach mehr von der Fantasie aufflöten. Ja, und das heißt, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, dann würdest du sagen, ich möchte ja diese ganze SM- und Party-Sex-Welt hinter mir lassen und möchte ganz mit meiner Partnerin alleine zusammen sein und nur mit ihr alleine Sex haben. Richtig, und das aus meinem Kopf auch noch dazu rauskriegen, dass es mich so total anmacht, dass ich, wenn ich sie beobachte dabei, wie sie es mit anderen Männern treibt. Ja. Ich glaube ja auch, dass auf die Dauer, wenn man da nicht sehr klug mit umgeht oder wenn das nicht gerade eine gute Konstellation ist, dass auf Dauer dieses ein unter Umständen einen Schaden hat. Absolut, ja? Kann ich eigentlich allen nur sagen. Ich kann nur, diese Swinger werden ja sowieso ziemlich werden immer so belächelt von Leuten, die da so außen stehen. Das ist alles gar nicht so, wie das in den Medien auch erklärt wird. Das ist eigentlich wenn es richtig organisiert ist, eine ganz tolle, auch ästhetische Sache, kann das sein, ja. Aber es ist trotzdem so, dass man ja immer noch eine Steigerung sucht. Und irgendwann ist es so überreizt, dass man abgestumpft ist und man sucht immer neuen Thrill und irgendwann, wo führt's hin? Aber ich bin halt in dieser Psychohistorie irgendwo drin. Ich mag das total, wenn ich sie dann anschaue dabei und das macht sie dann auch mit Riesenspaß und ich bin total heiß auf sie. Also Psychohistorie je mehr heißt... Je mit anderen, desto mehr bin ich heiß auf sie. Ja, Psychohistorie in deinem Fall heißt, du bist es so gewöhnt und das Verhalten ist so eingebrannt. Ja, weißt du, was ich denke? Das ist vielleicht in meiner Kindheit so, sagen wir mal so, mit 15, 16, 17. Da hab ich immer nie die Mädchen bekommen, die ich bekommen wollte, vielleicht. Und irgendwie hat sich da was bei mir angeknackt. So. Das ist schon irgendwie ein Schutz von mir, dass ich das dann auch gerne habe. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage. Dein Wunsch hast du formuliert. Was ist der Wunsch von deiner Freundin, von deiner Partnerin? Die will das auch, die mag das mit anderen Männern. Die will es. Ich finde das total geil. Ja, aber die will nicht deinen. Gut, aber was sagt sie jetzt zu deinem jetzigen Wunsch, nämlich ganz aus dieser Welt sich zurückzuziehen? Da ist sie eigentlich gar nicht so drauf. Sie mag das schon. Sie sagt, ich bin total heiß und ich bin geil. Jetzt hat sie mir heute, kam sie von Hamburg zurück in den Flieger und hat mir erzählt, wie die Männer am Flughafen sie da wieder angemacht haben. Und sagt, sie haben wären am liebsten mit 3 Typen irgendwo in so eine Lounge gegangen und jetzt mit denen getrieben. Ja, und da haben wir das Problem. So. Ne? Ihr beide habt jetzt zwei widersprechende Wünsche. Ja.
du möchtest eigentlich in die klassische Beziehung zurück. Ja. Und sie hat sich vielleicht noch nicht genug ausgetobt, oder weiß ich, ist sie noch nicht gesättigt genug, oder sie hat noch nicht diese Warnsignale in sich, spürt sie noch nicht. Ja, das kann auch ein Warnsignal sein, ich weiß es nicht, deshalb rufe ich ihr an, ich weiß es einfach nicht, damit umzugehen. Hast du ihr das denn so klar gesagt, dass du ja, das gerne möchtest? Ja, natürlich, habe ich ihr gesagt. Sie sagte, ja, jetzt hast du mich da so, dahin abgerichtet. Man sagt ja immer so zu solchen Frauen, das ist ja jetzt da ein bisschen ins Lächerliche, Lustige gezogen, so abgerichtete Dreilochstuten, ne, sag ich mal so. Das ist jetzt doof vielleicht. Ne. Aber es ist einfach so, ich habe sie dahin gebracht und sie ist so weit gekommen und machte das. Das heißt, vorher war sie gar nicht so drauf? Nee, so eigentlich so ein richtig anständiges Mädchen, so was richtig ganz, ganz konservativ war. Ja, und jetzt hat sie Spaß dran und jetzt kommst du an und sagst mir, ich will nicht mehr, lass uns wieder zurückgehen. Ja, so ein bisschen. So, ja, richtig. Wäre es für sie, ich meine, das ist ja nun durchaus ein ernstes Problem. Das kann ja unter Umständen eure ganze Beziehung kaputt machen, wenn das jetzt so weiter sich wegentwickelt. Richtig, genau. Gäbe es vielleicht als ersten Schritt einen Kompromiss, dass du sagst, okay, ich mache es auch noch weiter, wir reduzieren das Ganze erstmal um die Hälfte. Das habe ich schon dramaturgisch so eingefädelt, dass ich dann eben andere Vorschläge gemacht habe. Das ist schon richtig. Aber was eben dann zwischendurch kommt, ist, dass die halt auch, ich sag mal, die ist halt richtig geil. Ja. Und das mag sie dann. Die sucht sich da auch richtig gute Typen aus. Und ich muss dir vorstellen, ich bin inzwischen auch 47. Ich bin nicht mehr der aller Spritbauchtyp, auch nicht mehr so wie früher. Da sucht sie sich dann eben richtig die Typen raus, die sie mag, ja. Du hast auch Angst, sie vielleicht zu verlieren, oder? Wenn du weiter sie in dieser Szene lässt? Ja, schon. Das stimmt, ja. Das könnte passieren. Mhm. Wobei, das ist halt das eine, die richtige Liebe, die innere, die uns eigentlich auch verbindet, die hat eigentlich nichts damit zu tun mit dem Sex. Ich denke halt immer, je mehr wir sowas treiben, desto mehr ist irgendwann mal, wird es immer extremer, ja. Ja, es gibt so einen Burnout vielleicht auch. Richtig. So, aber das Problem ist ja jetzt, wie geht's jetzt weiter? Das war richtig. Ja, dein Wunsch ist, dass du da rauskommst, oder dass ihr da rauskommt. Sie hat einen anderen Wunsch. Wie macht man das? Ja, man kann Ganz schwierig. Wenn sie das wirklich ganz elementar will, gibt es da gar keine richtige Lösung, als denn versuchen, diesen Mittelweg erstmal zu gehen, den ich gerade angesprochen habe. Ja, aber letztendlich willst du es ja auch nicht nur halbieren von der Frequenz her, du willst ganz raus, ne? Ja, ich will einfach raus, weil ich genau weiß, wo das endet. Ich kenne ein paar Leute, die dann einfach, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da gibt, in dieser edlen Szene, ja. Die Leute, die machen, da gibt's Partys, das ist unvorstellbar. Da gibt's immer in so einem großen Skiort in der Schweiz, am Ende der Saison gibt's eine riesen Party, die heißt Max Party, ja. Und da passiert also wirklich unheimlich viel, wo die Leute sich also ganz extrem dann verwirklichen. Da gibt's richtig ein Plasmant von Leuten, die werden dann richtig an die verschiedenen Tische gesetzt mit ihren eigentlichen Neigungen. Das wird immer mehr und noch mehr und noch mehr ausgelegt, ja. Aber ich sehe schon, da stehe ich ziemlich alleine da. Ich komme damit, ich muss da irgendwie raus. Ja, ich glaube, dass wenn das so krass ist, sagt das ja auch sehr viel über deine seelische Situation aus. Ne? Wenn du das so stark empfindest. Ja. Und die Gefahr besteht, dass eure Liebe gefährdet wird. Die Gefahr besteht, dass die Beziehung kaputt geht. Das heißt, wenn ihr euch jetzt über das persönliche Gespräch nicht einigen könnt und ihr keinen Konsens findet, und sie das wirklich will, dann bleibt eigentlich nur die einzige Möglichkeit einer Therapie, eine Sexualberatung, zumindest zuerst mal. Ja, ich war auch schon beim Psychologen damit. Ja, irgendwas, dass ihr zumindest einen wirklichen guten, das muss aber jemand sein, der wirklich auch mit allem Wasser in dieser Thematik gewaschen ist, dass da ein Fachmann sitzt, mit dem ihr das zusammen besprecht. Das kann, glaube ich, vielleicht gar nicht so ein ganz normaler Berater machen, weiß ich nicht. Sag dir was, ich war bei einer Psychologin, die hat mich im Grunde rausgeschmissen mit dem Thema. Die hat gesagt, ich habe es nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sowas, das gibt's doch gar nicht. Und dann war ich bei einem Psychologen, der hat da schön zugehört, hat sich im Grunde da richtig dran Spaß gemacht. Sagt, Mensch, was ihr jetzt 7 Jahre lang da so aufgebaut habt und getrieben habt, das braucht jetzt nochmal 7 Jahre, um das alles wieder runterzuschrauben. Ja. So weit waren wir schon. Ja. Das bringt mir auch nichts. Nein, das Problem ist, die Frage ist ja der gezielten Recherche. Dass du an jemanden rankommst, der das ernst nimmt, der kompetent ist, der sich da vor allen Dingen auch auskennt. Habe ich alles probiert. Komme ich nicht weiter. Ich finde niemanden. Ich finde auch nicht da irgendwie eine Möglichkeit. Er hat sich jetzt richtig für außenstehend gesagt, ach, der hat aber ein nettes Problem, ja. Aber es ist wirklich dann der Hammer, du kommst nirgendwo hin, dass du irgendwo mal eine echte Hilfe kriegst. Ja. Wir versuchen mal, dir zu helfen. Ja. Ich versuche es jetzt mal. Das heißt, mein Psychologe versucht es. Ich dich jetzt gleich verbinden werde. Ich finde, das, was getan werden muss, dass ihr das gemeinsam machen müsst, um eure Liebe zu retten. Sonst geht das über kurz oder lang kaputt, wie du es geschildert hast. Ja. Und ich finde, dass das sehr anzunehmen ist, wenn du sagst, ich hab die Faxen dicke, ich will da raus. Ja. Ich kann nicht mehr.
Irgendwas muss ich finden. Ja. So, Max, du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Domian, danke nochmal und übrigens ganz tolles Kompliment an dein Sendeformat und an deine Leute da. Dankeschön, sehr nett von dir. Ihr macht das super. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen ist Donnerstag und in der Nacht von Donnerstag auf ganz ernst genommen oder strikt gesehen haben wir jetzt schon Donnerstag. Ich sag mal, morgen ist Donnerstag. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema dem Tod ins Auge geschaut. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die wirklich dieses sagen. Ich habe aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, einer Bedrohung vielleicht, dem Tod ins Auge geschaut und bin davongekommen. Wenn ihr gerne mit mir morgen über dieses Thema sprechen wollt, meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Jeanette. Jeanette ist 18. Hallo Jeanette. Hallo. Du machst bitte den Fernseher und das Radio fast aus, den Ton. Gut. Dann ja, ist aus. Ja. So, um was geht's bei dir, Jeanette? Na, ich bin schwanger, Anfang 6. Monat. Mhm. Und halt, ich kann das nicht meinem Freund erzählen. Du kannst es deinem Freund nicht erzählen? Ja, weil der wird so aggressiv da. Sechster Monat, da sieht... Anfang sechster Monat. Janette, das stimmt. Du musst den Ton ganz ausschalten. Der ist ganz aus. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Dann haben wir hier ein Problem. Wir versuchen es mal. Sechster Monat, da sieht man es ja schon einiges. Und er sieht es nicht? Na, ich bin eigentlich so von Natur ein molliger Mensch. Ah ja. Und weil ich auch den ganzen Tag arbeiten bin und der auch die ganze Woche auf Montage ist, sehen wir uns kaum noch. Mhm. Und von daher sieht man das eigentlich auch kaum. Ja. Er würde sich gar nicht freuen, dass du schwanger bist. Nee, der will halt kein Kind haben. Wie lange seid ihr zusammen schon? Fast 2 Jahre. 4 Jahre schon? Nee, fast 2 Jahre. 2 Jahre. No. Aber was wäre denn, wenn du es ihm sagen würdest? Na, da würde er aggressiv werden. Was heißt das? Na, da würde er alles dafür tun, dass das Baby wegkommt. Was heißt das? Da wird es wegnehmen und würde es zur Adoption freigeben oder würde es in die Babyklappe stecken, alles. Ehrlich, so ist er drauf? Ja, wirklich. Was hast denn du für einen Freund da? Ich weiß es nicht. Aber ist doch schlimm. Ist doch schlimm. Na, aber ich kann mich nicht von dem trennen. Ja, aber du musst doch jetzt, du bist eine junge Frau von 18 Jahren, du bist im 6. Monat schwanger. Du musst doch jetzt eine Position auch ergreifen. Du kannst das doch nicht noch einen Monat verheimlichen oder gar das Kind heimlich bekommen. Da musst du doch auch zu stehen, das ist dein Kind, Mann. Na klar, würde ich auch, klar stelle ich dazu. So, da musst du es ihm auch sagen. Na, aber ich weiß nicht, wie ich es ihm sage. Indem du sagst, hier, hey, ich bin schwanger. So, und wenn der Kerl dann so dämlich reagiert, wie du es gerade gesagt hast, dann ist das aber auch wirklich nicht wert, dass du noch mit ihm zusammen bist. Na, aber es liebt denn ja über alles. Ja gut, aber wenn er sich dir gegenüber so verhalten würde, dass er mit Gewalt quasi versuchen würde, das Kind aus eurem Leben herauszudrücken. Liebt man denn dann noch so einen Mann, wenn er mit dem eigenen Kind so umgeht? Na, eigentlich nicht. Ja. Wer weiß denn davon, dass du schwanger bist? Na, nur mein Bruder. Was sagt der denn? Der kennt ja die Verhältnisse viel besser als ich. Was sagt der? Na, der sagt, nimm das Kind und schieß deinen Kerl ab. Mhm. Das heißt, er hat auch nicht so eine gute Meinung von deinem Freund. Nicht genau. Mhm. Weil mein Freund ist halt übelst aggressiv und so und deswegen habe ich schon Angst, ihm das zu sagen. Du hast das ja schon ein paar Mal gesagt mit der Aggressivität. Hat er dich schon mal geschlagen? Na, no. Bitte? Ja, der hat mich schon geschlagen. Der hat dich schon geschlagen? Ja. Wie oft schon? Na, so 3-4 Mal. Und was waren das für Situationen? Warum hat er dich geschlagen? Na, weil ich mit meinem besten Freund unterwegs war und er dachte halt, da ist was gelaufen und da ist aber nicht gelaufen. Mhm. Und das ist übelst ausgerastet und naja, war nicht gerade schön gewesen. Wie schlimm hat er dich geschlagen? Na, es hat schon ein blaues Auge gehabt und ein paar Prellungen gehabt am Arm. Das ist ja schon so schlimm genug, dass es mir schon wieder reichen würde, wenn jemand das mit einem Partner macht. Da gibt es schon gar keine Erklärung und keine Entschuldigung mehr. Hat er sich denn wenigstens danach entschuldigt? Nein, nach einer Woche hat er sich entschuldigt. Nach einer Woche, ah ja. Ja. Und dann ist es dann aber noch 2 Mal vorgekommen. Genau. Also Janet, da gibt es gar keine Diskussion, dass du ihm das... Er ist auf Montage, sagst du? Leute, das ist auf Montage. Kommt er jetzt am Wochenende zurück?
Nee, der kommt das nächstes Wochenende. Okay, dann wirst du es im nächsten Wochenende sagen. Okay. Das sage ich ihm das und dann sage ich, wenn er es haben will, dann soll er bei mir bleiben und wenn nicht, dann so. Ist es halt vorbei. Genau so, genau so. Er ist da auch mitverantwortlich, dass du schwanger geworden bist. Und ihr seid 2 Jahre zusammen und vielleicht passt es noch nicht in euren Lebensentwurf hinein, dass da jetzt schon ein Kind kommt, aber nun ist es nun mal passiert und da muss man es auch gemeinsam durchziehen. Und du hast dich ja ganz klar für das Kind entschieden, ne? Genau. Mhm. Also ich würde so ein Lebewesen mir bestimmt nie umbringen wollen, weil es ist ja mein Fleisch und Blut schließlich. Ja. Was hast du dir denn so jetzt vor unserem Gespräch auch gedacht, wie lange du das noch verheimlichen wolltest? Na, ich wollte es eigentlich nur so bis zum 8. Monat verheimlichen. Aber warum bis zum 8. und warum nicht jetzt schon sagen? Na, weil ich halt Angst vor ihm habe. Aber im 8. Monat hast du auch noch Angst vor ihm. Ich weiß. Hältst du es für möglich, dass der so ausrastet, dass der in der Situation dir irgendwie Gewalt antut, wenn du es ihm sagst? Ich denke schon, ja. Dann sag es in Anwesenheit von jemand anderem. In Anwesenheit von deinem Bruder zum Beispiel. Dass dir nichts passiert. Okay. Ist das so, dass er sich dann mehr zurückhalten würde, dein Freund, wenn dein Bruder dabei wäre? Auf jeden Fall, ja. Ja, dann mach es so. Dann mach es so. Damit dir bloß nichts passiert, dass er nicht irgendwie dir in den Bauch tritt oder man hat ja alles Mögliche schon gehört. Auf jeden Fall. Guck mal, wenn du solche Angst vor dem Typ hast, ist der doch das nur wirklich nicht wert, dass du den liebst. Das ist doch schlimm. Ich weiß, dass es schlimm ist, aber ich weiß nicht, ich lieb den halt und. Guck mal, der hat dich 3-mal geschlagen. Du hast Angst, dem zu sagen, dass du von ihm ein Kind bekommst. Genau. Da muss man sich ja doch sehr, sehr genau Gedanken darüber machen, was ist eigentlich mit meinen Gefühlen los? Was ist denn wirklich das Gute an dem? Ich weiß. Ich sag dem das nächste Wochenende bei meinem Bruder. Ja, und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Und dann, wenn er sich blöd aufführt, dann ab dafür, dann war es das halt. Und du wirst die Sache schon alleine schaffen. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Angelo. Hallo Angelo. Angelo ist nicht mehr da. Dann geht's weiter mit Dieter. Dieter ist 36. Hallo Dieter. Hallo Dieter. Nee, Peter heiße ich. Wie viel? Peter heiße ich. Peter heißt du? Ja, ja. Aber du bist 36. Ja, genau. Peter 36. Und was geht's bei dir, Peter? Ja, und zwar habe ich mir gedacht, nachdem du ja immer so dramatische Geschichten hast, habe ich gedacht, ich erzähle dir mal was eigentlich eher Lustiges. Ja, bitte, nur raus damit. Mir fällt jetzt seit ein paar Wochen so ein Phänomen auf in den deutschen Hitlisten, ja? Dass ein Lied von sämtlichen Leuten angeblich nicht gekauft wird und seit 5 Wochen auf Platz 1 steht. Was steht denn seit 5 Wochen auf Platz 1? Schnie, Schnall, Schnappi. Ja, kenne ich überhaupt nicht. Ich habe eine Bildungslücke hier. Ja. Das ist ein Kinderlied. Ja. Das ist ein kleines Krokodil. Das ist eigentlich wirklich, das Lied ist sturzdoof. Ja. Ja, aber es ist so niedlich und ich höre also von allen Bekannten immer, jeder sagt, das Lied ist furchtbar und ekelhaft und was weiß ich und, Schnie, Schnall, Schnappi heißt das. Ja, ja. Wer singt Schnappi, das? Schnappi, das kleine Krokodil. Das singt so ein kleines Mädchen namens Joy. Schnie, Schnall, Schnappi. Ja. Und ist seit Wochen Nummer 1 in Deutschland. 5 Wochen auf Platz 1. Na ja. Super, und der Domian weiß das nicht. Tja. Und jedenfalls, ich finde das so ein Phänomen immer, das, ich meine, sowas gab es in Wiese schon mal, aber immer man hört das. Immer nur, jeder hasst dieses Lied und es verkauft sich so. Also ich habe vor ein paar Tagen jetzt im Kaufhaus, war ich zum Beispiel in der Plattenabteilung, sah ich da einen anderen CD rumstehen, er hatte fast Schnappi schon in der Hand und er bemerkt, dass ich neben ihm stehe, legt es ganz nervös weg und tut so nach dem Motto, das sieht anders aus, als es ist. Ich glaube, das ist ein uraltes Phänomen. Ja, ja. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Modern Talking zum ersten Mal sehr erfolgreich war. Auch, ja. Fanden alle Leute furchtbar. Ja. Und die haben Platten verkauft, ja, bis zum Schluss, bis vor kurzem ja noch, ne? Genau. Ja, genau. Ich denke auch zum Beispiel an die 70er Jahre, wenn du heute so die ganzen 70er-Shows mitkriegst, jeder will irgendwie die Bay City Rollers totschweigen und keiner hat sie gehört und die Platten gekauft, aber die haben goldene Schallplatten auch mass eingeheimst. Ne? Wir brauchen ja gar nicht so weit zu gehen. Wir gehen mal bis in die Jetztzeit, Fernsehproduktion, Dschungel zum Beispiel. Ja, finden die meisten auch bescheuert.
und zerreißen sich die Mäuler darüber, aber die haben ihre Einschaltquote, ne? Und die Leute gucken sich das an. Ja, ja, aber so ist der Mensch. Der Mensch steht nicht zu seinem schlechten Geschmack. So ist es. Ja, ne? Und ich habe zum Beispiel gesagt, als ich mir, ich habe die, also vor zwei Wochen habe ich das zuerst mal bei Top of the Pops gesehen und ich fand die Kleine so niedlich. Ja. Das ist so ein Mädchen, also wirklich, die, wenn ich sehe, ich möchte die am liebsten vom Fleck weg adoptieren. Ja. Und dann bin ich halt, das hat es ein bisschen, ein paar Tage gedauert, dann bin ich in den Laden gegangen. Im einen Laden war sie ausverkauft. Ja. In den Regalen und im anderen Laden habe ich sie gekriegt. Da bin ich dann hin. Für mich war es normal, das Ding zu kaufen. Ich habe zum Beispiel auch mitgekriegt, die Leute, die dann mich an der Kasse gesehen haben, die haben geguckt, als ob ich da eine Handgranate bezahlen würde oder sowas. Also es ist wirklich ein Phänomen. Jeder, also du in deinem stolzen Alter von 36 Jahren hörst dir dann gerne zu Hause Schnie, Schna, Schnuppi oder Schnie, Schna, Schnappi an. Ja, genau, ja. Und singst dann auch mit. Wie geht denn der Refrain? Nee, Schnie, Schna, Schnappi, 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 Schnapp. Ja, wie ist die Melodie denn? Warte mal, ich krieg das jetzt gar nicht hin. Schnie, Schna, Schnappi, 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 Schnapp. Das war, glaube ich, irgendwie von der Sendung mit der Maus oder so, ist das da adaptiert worden. Geht doch gut runter, geht wie Honig runter. Ja, das war genau, weil du Modern Talking angesprochen hast. Das sind diese Sachen, das sind diese eingängigen Melodien. Der Text ist meistens auch sehr simpel gestrickt. Ja. Und das ist das, das verkauft sich ja auch. So, also ist komisch. Jetzt habe ich eine Hausaufgabe, jetzt werde ich mich ganz schnell schlau machen, wie dieses Lied sich genau anhört. Schnie, Schna, Schnappi, Schnuppi. Von der Sängerin Joy, sagst du, ne? Ja. Also ich habe auch zum Beispiel jetzt schon auf Viva und MTV, wenn der Clip dazu kam, den habe ich mir auch schon auf Video aufgenommen. Was du bist ja Fan. Ja, ich wäre, weil ich die Kleine so niedlich finde. Das ist ja vor allem, das war dieses Phänomen, du hörst alle möglichen Musikrichtungen heutzutage in den Charts und ein Kinderlied hält sich fünf Wochen lang auf Platz 1. Also das ist wirklich sowas wie früher die Sesamstraße, der, die, das, wer, wie, was. Und ja, so. Genau, also, ganz genau. Und sowas verkauft sich, also angeblich hat es keiner gekauft. So, Dieter, ich werde mich kundig machen. Ich danke für deinen Anruf, das war jetzt sehr, sehr lehrreich für mich. Morgen weiß ich mehr. Okay? Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Schnie, Schna, Schnuppi. Schnie, Schna, Schnuppi. Steffen ist hier. Hallo Steffen, 30. Hallo, Steffen. Hier ist der Steffen. Ja, Steffen, dein Team. Ja, ich habe mein Problem schon erläutert. Und zwar habe ich seit einem Jahr ein Verhältnis mit der Frau von meinem besten Freund. Ach du lieber Gott. Seit einem Jahr ein Verhältnis mit der Frau des besten Freundes. Das ist ja das Mieseste, was es fast überhaupt gibt. Eigentlich schon. Und das ist ja auch deswegen, warum ich jetzt da anrufe, weil irgendwie es belastet mich ganz extrem. Das erste halbe Jahr habe ich das noch so ein bisschen als Abenteuer mit angesehen. Nee, das darf man auch nicht im ersten halben Jahr als Abenteuer. Ich sage ja immer, die Freundin des besten Freundes ist absolut tabu. Ja. Absolut tabu. Das ist Freundschaftsloyalität. Das steht über allem. Ja. Wie lange ist das dein bester Freund schon? Ich wohne jetzt seit 5 Jahren hier. Mhm. Seit 4,5 Jahren kenne ich ihn. Mhm. Und ihr macht sehr viel zusammen und ein Vertrauensverhältnis miteinander. Das ist ja. Mhm. Quatscht viel. Genau. Das heißt, er erzählt auch Probleme aus der Ehe bei dir? Nee, das macht nun absolut nicht. Also ich bin 30 und er ist über 40. Also ja, gut, wir sind wir sind relativ weit auseinander, was das Alter angeht, ne? Ja gut, ist ja egal. Deswegen könntet ihr über ihre Probleme sprechen. Redet er denn überhaupt über seine Frau bei dir? Gar nicht. Also die schlafen schon seit Jahren, ich sag mal, in getrennten Betten oder sowas. Das weiß ich. Mhm. Weil mir das auch diese Frau erzählt. Ich möchte ja keinen Namen nennen weiter, ne? Ja, natürlich sollst du keinen Namen nennen. Ich bin gerade wieder verwirrt, wie das ist ja so typisch Männer, ne? Dass sie gerade über solche Sachen auch nicht mal mit ihrem besten Freund. Nein, mit ihrem besten Freund nicht mal reden. Das ist doch ganz normal, dass man das eigentlich tun würde. Dass man sagt, ich bin unzufrieden meiner Ehe, was denkst du dazu? Und da läuft nichts mehr zwischen uns und so weiter. Aber das redet ihr nicht miteinander sowas. Was redet ihr denn überhaupt? Über Fußball oder wie? Daher kennen wir uns, genau. Also ja. Fußball, Autos. Nee, das ist nicht so. Nee. Also, Fußball. Ja, und das ist aber, das ist schlimm. Es ist schlimm. Wer weiß von diesem Verhältnis? Von ihrer Seite ein Mensch. Mhm. Und von meiner Seite 2, 3. Also das ist. Mhm. Wir können das nicht so ausleben. Wir möchten gerne, wie soll ich Ihnen sagen? Wir dürfen nicht miteinander, aber können auch nicht ohne einander. Also, ja, das sind immer so Sprüche. Wie hat das angefangen? Wie hat das angefangen zwischen euch beiden? Wer hat angefangen? Ja, wie hat es angefangen? Also eine Zuneigung bestand schon so vom Menschlichen her, hat schon immer bestanden. Mhm. Also ich konnte mit ihr reden über Gott und die Welt. Mhm. Und das habe ich ja,
Deshalb also ich habe auch eine schlimme Zeit hinter mir, weil ich bin jetzt geschieden, habe meine zwei Mädchen und so. Also bin alleinerziehender Papa von zwei Kindern. Und da hat sie mir mächtig über die Runden geholfen, so. Mhm. Weil es hat mir jemand gefehlt zum Reden, teilweise. Mhm. Da bin ich hierher gezogen und da hat sich das halt so entwickelt mit uns. Ja, aber gut, reden miteinander, gut Freund sein und so ist ja eine Sache. Aber dann den ersten Schritt in Sachen, wir haben jetzt auch Sex miteinander und wir haben Erotik miteinander. Wer hat das zuerst gemacht, du oder sie? Ich sag mal, da hat jeder auf den anderen vielleicht gewartet. Das ging ganz schnell. Gut, das glaube ich auch. Aber einer muss ja den Funken werfen. Ich schon. Du hast. Das war ich schon, ja. Und dann hat sie mitgemacht. Mhm. Und jetzt läuft ohne Anstand, sag ich mal. Ja. Und jetzt läuft es ganz geheim. Ja. Besuchst du denn die beiden auch oft? Das ist ja gerade das Gemeine. Dass ich da noch einen ausgehe in dem Haus mit. Mhm. Was für eine Situation. Du hast Sex mit, du hast ein Verhältnis mit der Frau, du bist verliebt in die Frau? Na ja, klar, wir haben uns alle beide ganz doll lieb. Ja. So. Mhm. Und dann sitzt ihr da zu dritt am Tisch. Ja. Und redet über Larifari. Genau. Und da hängt ein großes Geheimnis über dem Tisch. Mhm. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch schon mal die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt, irgendwas müssen wir jetzt machen, das kann so nicht weitergehen. Das macht dich kaputt, macht mich kaputt. Mhm. Wir wissen, wie wir zueinander stehen und so. Mhm. Aber wir haben noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Ja. Was sagt sie denn? Will sie das so weiterlaufen lassen irgendwie? Sie rückt dann mit nicht so richtig raus. Sind da Kinder im Spiel? Wie jetzt Kinder? Also ihrer Seite? Haben die beiden Kinder auch? Ja, natürlich, aber die sind schon, das Mädel ist aus dem Haus und der Große ist Lehre gerade angefangen und so. Also Wie alt ist sie eigentlich? 15 Jahre alt als ich. 45. Mhm. Ich würde gerne mal fragen, das hörte sich also toll an, mein bester Freund und so. Ich habe das wieder ein bisschen runtergeschraubt oder so. Wie eng ist dieses Verhältnis zwischen dir und dem Mann? Außer Fußball gucken. Nein, also wir haben zusammen gespielt. Oh. Ja. Na gut, das ist natürlich was ganz anderes, ist schon klar. Wie eng ist das Verhältnis? Wir machen allen Scheiß zusammen. Ja gut, allen Scheiß zusammen ist ja das eine. Redet ihr auch mal über euch? Offensichtlich redet er schon mal über das Wichtigste, was in seinem Leben stattfindet, nämlich die Unzufriedenheit in seiner Ehe mit dir nicht. Nee, das macht er nicht, aber sonst können wir über alles reden. Fragt er dich denn zum Beispiel auch hier, wie läuft's bei dir? Hast du Frauen? Hast du Sex? Ja, so... Auch nicht. Das fragt er nicht. Also das besteht bei ihm kein Interesse. Weil er hat mal... Ist ja eine tolle Freundschaft. Das kann man so nicht sagen. Hör mal, wenn man über solche elementaren Dinge mit seinem besten Freund nicht redet, dann ist das nicht mein bester Freund, dann ist es irgendwer. Nee, das ist nicht richtig, nein. Ja. Vielleicht ist ein Unterschied, die echt das verstehen weniger. Also nee. Mit denen ich mich darüber mal unterhalten habe, das kann keiner verstehen. Nein, ich verstehe das völlig, weil das ist so männertypisch, dass so viele Männerfreundschaften so abgehen, dass man eben über so ganz elementare Sachen kaum redet. Aber es ist jetzt auch wurscht, das ist ein ganz anderes Thema. Entscheidend ist jetzt, wie du jetzt mit deiner Situation umgehst. Ja. Und entscheidend ist ja auch, dass du, egal wie ich das jetzt bewerte, für dich ist das ein enges Verhältnis, was du mit dem Mann auch hast. Ne? So ist es. Ja. Und du hast ein schlechtes Gewissen, zu Recht auch, weil du da, weil das alles ein völlig verspanntes Verhältnis für dich ist, eine verspannte Situation für dich ist. Mhm. Ich finde, dass man das nicht, dass man das auf keinen Fall so weiterlaufen lassen kann. Auf keinen Fall. Ich verstehe auch nicht, dass die Frau das macht. Das ist ein Betrug an den Mann, das ist ein Betrug an der Freundschaft. Eigentlich natürlich. Es ist für euch völlig, völlig blöd, weil ihr euch verstecken müsst. Mhm. Es ist alles stimmt nicht, alles ist nicht stimmig. Es ist nur die Frage, wie kommt man jetzt da raus? Oh, ganz schlimm. Ja, du sagst, die beiden haben gar keinen Sex mehr seit ewigen Zeit miteinander. Ich sage mal, sie kommt ihren ehelichen Pflichten mal nach. Also, du verstehst, wie ich das meine, ja? Wie beschreibt sie denn ihr Gefühl zu ihrem Mann noch? Null. Wann bleibt sie denn dann da, wenn die Kinder sogar fast aus dem Haus sind? Ich verstehe es ja selber nicht. Sie hat mir gesagt, dass man 25 Jahre nicht einfach, knapp 25 Jahre war, sind die verheiratet, glaube ich, dass man das nicht einfach so wegschmeißt. Ich meine, aber wenn das seit, weiß der Gott, wie lange nichts mehr ist. Nein, man soll es ja nicht wegschmeißen, aber man kann ja auch 25 Jahre als beendet erklären. Das stimmt. Das kann man ja. Mhm. Ich meine, ich war auch 7 Jahre verheiratet und habe das alles so mir nichts gecancelt, weil es nicht geklappt hat mit der Frau.
Also im Prinzip müsste sie natürlich den Schritt machen, dass sie sagt, dass sie auf eine Trennung hinwirkt. Mhm. Und wenn du diese Belastung, auch diese Gewissensbelastung nicht aushältst, was ich gut verstehen kann, dann musst du einfach sagen, pass mal auf, so geht das nicht mehr. Entweder wir trennen uns jetzt oder ich sag's ihm. Das ist aber so schwer, das ist schlimm, das ist ganz doll schlimm. Ich weiß. Weil wie viel sagst, wir haben uns echt abgöttisch lieb, alle zwei. Mhm. Ja, aber wenn man sich so abgöttisch lieb hat, alle zwei, dann muss es doch einen Weg geben, dass ihr endgültig zusammenkommt. Das geht mir nicht in den Kopf. Vor allem, wenn die Ehe kaputt ist. Wo wir wohnen, das ist eine relativ kleine Stadt. Mhm. Vielleicht haben wir Angst vor dem Gerede, was dann aufkommen könnte oder so. Ja, okay. Das klingt vielleicht lächerlich, aber... Nee, aber das muss man dann aushalten. Ja, natürlich. Was meinst du, was für ein Gerede aufkommt, wenn das... Da wissen ein paar Leute... Wissen, ne? Ein paar Leute wissen es bei dir, ein paar Leute bei ihr. Irgendwo sickert es dann vielleicht doch nochmal durch. Heute redest du hier in aller Öffentlichkeit. Deine Stimme ist auch erkennbar. Ja, was meinst du, wie peinlich das dann ist, das Ganze? Dann ist es aber weniger peinlich, wenn man klar Schiff macht und Klartext spricht... Und sagt, so sind nun mal die Verhältnisse, wir haben uns nichts mehr zu sagen, ich bin jetzt mit dem zusammen, Punkt aus. So geht es nicht weiter, so ist dein Verhalten nicht korrekt. Mhm. Und ihr Verhalten sowieso nicht. Ja. Also das ist gleichermaßen, ich kann sie aber auch wirklich nicht nachvollziehen, wenn es so wirklich ist, wie du es gerade geschildert hast. Ja, natürlich, klar. Müsste sie eine Konsequenz daraus ziehen, aber so schnell wie möglich. Und guck mal, was für eine Lage für dich, wenn du die auch noch zu Hause besuchst. Das ist ja Lüge pur, was da passiert. Das ist der blanke Wahnsinn. Das ist doch Horror, ist das. Das hält man doch nicht aus. Da kommt man sich selbst ja auch ganz mies vor. Das ist ja auch mies. Na, natürlich. Vor allem, es ist ja... Findest du den Typ, eigentlich ist das ein guter Typ, ist der okay? Ja, natürlich. Ja. Umso schlimmer. Ja, das sind alles Faktoren, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Ja. So, dann setz ihr von mir aus im übertragenen Sinn die Pistole auf die Brust und sag, pass auf, Mädel, so geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ist jetzt Schluss mit uns beiden, oder aber wir legen alles auf den Tisch und wir sortieren unser gesamtes Leben neu. Ja. So, nur so geht es. Und bei Null anfangen nochmal sozusagen. Ja. Und dann ist immer noch die Frage, ob ihr es ihm antun wollt und ihm sagt, dass es schon ein Jahr läuft. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr sagt, es läuft nicht ein Jahr und macht dann euer Ding. Ich weiß. Aber das war im Sommer, war das ganz schlimm, war mit uns, also mit der Frau und mir, da haben wir uns jeden Tag von früh bis sonst wann, war sie bei mir, habe ich noch außerhalb gewohnt von dem Ort hier. Und dann kam auch mal der Spruch, ob da was läuft mit ihr, von seiner Seite. Ah. Ja, nein, um Gottes Willen, nein, da ist gar nichts. Siehst du, da haben wir praktisch die Tassen vollgehauen bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ich sage, bist du etwa eifersüchtig, weil ich mich mit deiner Frau so gut verstehe? Mhm. Na, ein bisschen. Siehst du, dann hast du es noch schlimmer gemacht, ne? Ja. Das ist ja eben, also das sagt alles aus, so darf es nicht weitergehen. Jeder Tag, den du jetzt mir verstreichen lässt, wächst auch deine Gewissenslast eigentlich, finde ich, deine Schuld, finde ich. Bis der Super-GAU kommt. Das liegt in deiner Hand, was du jetzt machst. Und du kannst handeln. Du bist ein erwachsener Kerl von 30 Jahren. Danke. Ja, klar. Stefan, ja, alles Gute. Mann. Ja. Alles klar. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, dem Tod ins Auge geschaut. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, ja, die das genau sagen. Die sagen, ich habe einen schweren Unfall gehabt, ich war sehr erkrankt und ich war vielleicht in eine gewalttätige Aktion, eine kriminelle Aktion verstrickt und habe da im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinne des Wortes dem Tod in die Augen geschaut und möchte darüber erzählen. Wenn ihr morgen mit mir sprechen wollt, ruft an oder meldet uns schon unter domian@wdr.de. Hier ist... Mit wem geht's weiter? Hier ist Björn und Björn ist 28 Jahre alt. Hallo Björn. Ja, hallo Domian. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich der größte Idiot der Welt bin. Ah. Nein, aber ich habe eine kriminelle Vergangenheit. Mhm. Da war ich sogar im Knast dafür, 2 Jahre. Was hast du gemacht? Betrug. Was hast du betrogen? Wen betrogen? Ja, Scheckbetrug, Banken. Und wie viel Geld ging's? Na, 30.000 Mark damals noch. Ja, 2 Jahre Gefängnis. Ja. Mhm. Dann habe ich den Rest auf Bewährung gekriegt. Das waren noch 8 Monate, auch 4 Jahre. Mhm. Und das Problem ist, letztes Jahr habe ich mich hinreißen lassen, zu meinen, ich bin wieder so intelligent und habe nochmal was gemacht. In der gleichen Richtung? In der gleichen Richtung, während meiner Bewährungszeit. Mhm. Und es ist aufgeflogen? Natürlich. Natürlich. Das liegt immer auf. Mhm. Und was ging es da? Um wie viel Geld ging es da? Da ging es um 10.000 Euro. Ja. Mhm. Und
Jedenfalls habe ich dafür halt jetzt auch wieder eine Verhandlung gehabt. Mhm. Und natürlich Bewährungswiderruf plus neue Strafe. Mhm. Also sind wir jetzt bei insgesamt 20 Monaten, die ich jetzt dann im Sommer antreten muss. 20 Monate Knast. Ja. Definitiv. Ja, zwar, also es wird dann wieder 2/3 Strafe geben, dann teilt sich das wieder auf, aber ich muss auf jeden Fall rein. Schön bescheuert, ja. Allerdings, ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, meine Freundin, die von nichts was weiß, weder von der Vergangenheit noch von jetzt. Ach du. Ich habe keine Ahnung, wie ich es dir sagen soll. Wie lange zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre schon. Sie nie was gesagt, nie die Vergangenheit erklärt. Nee, nie. Sie hat oft mal gefragt, gerade halt die 2 Jahre fehlen halt im Leben, was ich da gemacht habe und überhaupt. Und dann musste man sich halt irgendwas einfallen lassen, da habe ich ihr halt irgendwelche Geschichten erzählt. Finde ich immer feige sowas. Ja, ist auch feige. Ja, es ist feige. Ich finde gerade, du musst es ja nicht jedem auf die Nase binden, darum geht's ja gar nicht. Aber in der Liebesbeziehung, wenn einem ein Mensch wert ist und teuer ist, muss man, auch wenn das sehr peinlich ist und sehr schlimm ist, muss man das sagen. Ja, aber das ist, ich habe halt damals gedacht, das ist eine solche Spitzenfrau, wenn ihr das erzählt, die tritt dir in den Arsch, die schickt dich sonst wohin. Ja, aber dann, weißt du, dann ist es aber auch eine komische Frau, wenn die das macht. Will ich dir sagen. Ich finde, dass man, wenn man jemanden wirklich liebt, muss man das auch... Ja, das weißt du doch am Anfang noch nicht. Nein, aber... Dann wird es halt aber auch immer schwerer mit der Zeit, die Wahrheit zu sagen. Ja, aber ich glaube auch schon am Anfang, wenn man jemanden so am Kennenlernen ist und man hat einen guten Eindruck von dem und der ist gleich offen und sagt, pass auf, ich muss ja von meiner Vergangenheit erzählen. Mich würde das beeindrucken. Ja, da bin ich nicht mutig genug. Ja. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist ganz, ja, dieses Problem ist, dass ich ihr gegenüber richtig scheiße verhalte, Jens. Ja. Weil ich merke das unterbewusst, dass ich sie irgendwie verkraulen will, was ich aber eigentlich gar nicht will, weil ich sie wirklich liebe. Ja. Aber dennoch will ich sie verkraulen, weil ich sie nicht damit auseinandersetzen will, dass ich in den Knast muss. Ja. Du musst ihr das sagen und du musst es ihr. Da musst dich mit ihr auseinandersetzen. Das geht gar nicht anders. Es geht definitiv nicht anders, Björn. Das ist die einzige Chance, jetzt nochmal, du hast dich jetzt schon so rein verstrickt. Ich glaube, es geht gar nicht mehr anders. Wenn du noch eine Mini-Chance hast, dann musst du jetzt nach vorne preschen. Aber mit massiv nach vorne preschen. Ja, aber wie soll ich sagen, du musst alles sagen. Im Sommer bin ich weg. Ja, du musst alles sagen. Pass mal auf, die Sendung geht jetzt vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, dann können wir nochmal in Ruhe ein bisschen reden. Okay? Ja, okay. Okay, mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Ja, ciao. So, mein Lieben, jetzt sehe ich hier gerade was. Wir haben die letzten 20 Sekunden, werden wir jetzt Schnappi spielen. Und ich höre auch jetzt mal zum ersten Mal Schnappi. Hören wir nicht Schnappi? Ich bin Schnappi, der kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Wie süß! Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnie. In der Technik macht die Drucks. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 Live. Schnappi, 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 Schnappi. Wie süß.